Die Brandmauer. Mal sehen, wie lange sie es noch gibt. Die CDU in Thüringen möchte jetzt sondieren mit der AfD von Herrn Höcke. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Hier wird es jetzt interessant. Eine langjährige Politikerin der CDU, Martina Schweinsburg, ja wirklich, sie heißt Schweinsburg, möchte mit dem Thüringer Landeschef der AfD nach der Landtagswahl endlich Sondierungsgespräche aufnehmen für Thüringen. Ich bin gespannt, ob wir die Brandmauer zur AfD fallen sehen oder die Brandmauer zum BSW. Die Brandmauer zum BSW ist wesentlich kleiner, doch Martina Schweinsburg ist nicht irgendwer. Sie ist seit 1994 Landrätin in Greiz und kommt ursprünglich aus Gera. Sie kennt sich also aus in Thüringen. Sie kennt die Lage vor Ort viel besser als die Berliner Elfenbeinturm-Politiker, wie man so schön sagen kann. Und sie findet hier ganz klare Worte für die Politik von Friedrich Merz, für die der Bundes-CDU und der ganzen Führungsriege. Sie sagt, diese ganze Brandmauer-Diskussion, diese Abgrenzungsdiskussion ist einfach eine gescheiterte Pipi-Langstrumpf-Politik. Zitat Martina Schweinsburg. Sie ist jetzt hier in den Thüringer Landtag gewählt worden, zum ersten Mal. Sie war, wie gesagt, 30 Jahre lang Landrätin und sie sagt hier, Zitat, über 30% der Thüringer haben AfD gewählt und das ist ein Respekt vor dem Wähler, mit denen, die sie gewählt haben, auch zu reden, sagt Martina Schweinsburg. Sie hat damit völlig recht und sie ist sogar die Präsidentin des Thüringer Landkreistages. Sie wurde jetzt per Direktmandat in den Landtag gewählt. Also jemanden, den die CDU auch gar nicht so einfach loswerden könnte mit der Drohung, sie bekommt keinen Listenplatz mehr. Solange sie auf ihrem Direktmandat bleibt, kann sie da schön weitermachen. Sie fordert auch, dass die CDU mit allen Parteien ins Gespräch geht, auch mit der Linkspartei. Das dürfte nämlich auch notwendig werden in Thüringen, wenn wir die Mathematik hier mal bemühen. Wenn man nicht mit der AfD koalieren will in Thüringen, geht es nicht ohne die Linke. Und hier beißt sich die Ratte dann in den Schwanz sozusagen. Huhn oder Ei, was war zuerst? Die CDU, sie wird jetzt einen politischen Stangentanz vollführen, wie man jetzt aus dieser ganzen Sache auch wieder hinauskommt. Ein guter Kommentator hatte gestern gesagt, die Brandmauer wird zur Gefängnismauer für Friedrich Merz. Jetzt haben sie auch noch eine Sperrminorität in Thüringen mit 32 Sitzen und in Sachsen wird es spannend. Dort möchte jemand entweder sein Mandat nicht antreten von den Freien Wählern, dann hätten die AfD-Leute in Sachsen wieder die Sperrminorität, oder er möchte sogar beitreten. Das wäre wirklich mal interessant. Die stärkste Kraft in Thüringen, die AfD mit 32,8% bei einer Landtagswahl, ist das beste Ergebnis in ihrer jetzt 11-jährigen Geschichte. Sie hat die CDU weit abgehängt, die Linke ist völlig zerstört worden, hat 2/3 ihrer Stimmen abgegeben und ich denke, dass die Politiker an der Basis, also diejenigen, die im Landtag am Ende sitzen und mitentscheiden müssen darüber, mit wem man hier koaliert oder nicht koaliert oder dann am Ende doch die Brandmauer fallen lässt, wie auch immer, die entscheiden, nicht Friedrich Merz, auch nicht Mario Vogt. Mario Vogt ist nur Getriebener, er ist machtgeil, er möchte unbedingt Ministerpräsident werden. Und da muss man mal sagen, Björn Höcke und Mario Vogt haben beide kein Direktmandat in Thüringen bekommen. Das heißt, sie sind nicht überzeugend gewesen als Führungsfigur. Und das wäre jetzt nur konsequent, wenn Herr Vogt und Herr Höcke sich darauf einigen, dass sie beide nicht zur Verfügung stehen als Ministerpräsidenten und man sich auf einen dritten Kandidaten einigt. Nicht Herr Ramelow, nein, keine Angst, obwohl Herr Ramelow jetzt bis zur nächsten Thüringer Wahl auch geschäftsführend im Amt bleiben könnte. In Sachsen geht das nur 4 Monate, dann müssen sie einen neuen MP wählen oder halt nochmal neu wählen. Ich bin gespannt, Herr Ramelow hat ja Sitzfleisch bewiesen, uns alle hinters Licht geführt, hinter die Fichte geführt, wie das Ganze jetzt hier weitergeht. Der politische Stangentanz, den Sie jetzt vollführen müssen, ist wirklich schwierig und Sie haben nur diese eine Chance, die AfD auf Landesebene an die Kandare zu nehmen, Bedingungen zu stellen und zu schauen, ob die AfD das erfüllen kann oder ob sie sich daran zugrunde reibt. Weiterhin mit ausgefahrenen Ellenbogen zu sagen, hier ist die Wahlkreiskarte,
Die demokratischen Gewinner sind die, die nicht die Karte eingefärbt haben. Das ist völliger Wahnsinn, aber das wollen sie uns als Demokratie verkaufen. Demokratie ist am Ende die Herrschaft aller anderen über eine Minderheitsmeinung, bis die Minderheitsmeinung dann zur Mehrheitsmeinung wird. Das ist völliger Wahnsinn. Und wenn man jetzt mal ehrlich ist, so richtig ehrlich, ja, dann gibt es hier eigentlich nur einen Weg. In Sachsen und in Thüringen muss man schwarz-blau machen, um dem Wählerwillen gerecht zu werden. Die Leute wollen keine linksgrüne Politik, hat Alice Weidel vollkommen recht. Doch was passiert dann? Angenommen, die AfD würde daran nicht zugrunde gehen, würde sich nicht innerparteilich spalten lassen, weil man hier Kompromisse eingehen muss mit der eigentlichen Verräterpartei, wie sie immer sagen. Was folgt daraus für die Bundestagswahl? Wenn die Situation in Thüringen und in Sachsen sich nicht dramatisch verbessert für diese Bundesländer, dann wird es am Ende darauf hinauslaufen, dass es enttäuschte Wähler von der AfD gibt, die dann am Ende vielleicht zur Union gehen. Und wenn wir uns jetzt mal rein taktisch überlegen für die nächste Bundestagswahl, was man machen kann, kommt man aktuell leider nur zu einem Schluss. Wir müssen alle CDU wählen. Ich weiß, jetzt gibt es Deabonnenten, aber wartet bitte, bis ich das erklärt habe. Das Problem ist ja wahrlich, wenn Sie Schwarz-Blau nicht wollen auf Bundesebene, wenn Sie das nicht wollen und wir das wissen, müssen wir uns was überlegen, wie dieser Wahnsinn ein Ende nehmen kann. Absoluter Wahnsinn. Und jetzt haben wir mehrere Optionen. Option 1, man belebt die FDP wieder. Ich wüsste nicht wie, auch wenn Sie jetzt aussteigen, vor allem das reicht nicht am Ende. Also das reicht wirklich nicht. So, dann hat man rein rechnerisch fast eine Mehrheit für Schwarz-Grün. Das darf unter meinen Augen, es darf absolut nicht passieren. Das darf absolut nicht passieren. Dann haben wir die AfD. Und hier beißt sich dann die Maus den Faden ab oder eben nicht. Das ist jetzt schwierig zu beurteilen. Wenn die AfD mit 20% in den Bundestag einzieht, sind das 20%, die auf der konservativen Seite für die Koalition, weil sie nicht wollen. Weil sie nicht wollen. Wenn wir jetzt aber zugrunde legen, Politiker lügen immer, aber Politiker haben auch teilweise mal verstanden. Ich bin immer noch der Überzeugung, Friedrich Merz hat verstanden, wie das mit der Migration laufen muss. Ob er es umsetzt, ist was anderes. Wenn wir jetzt allerdings hingehen und wählen strategisch gesehen einfach die CDU, hat die CDU eventuell die Möglichkeit, die absolute Mehrheit zu holen bei der nächsten Bundestagswahl. Dann würde die CDU alleine regieren. Das ist für viele ein Albtraum. Ich sage immer nur, in Abwägung aller Umstände wäre es mir lieber, die CDU regiert nächstes Jahr alleine, wie dass die CDU mit Schwarz-Grün weitermacht. Denn die CDU, wenn sie alleine ist, hat definitiv einen restriktiven Migrationskurs. Und das ist es, was wir am Ende wollen. Deswegen, also rein strategisch gesehen, müsste man nächstes Jahr alle aufrufen, CDU zu wählen, die FDP rauszuschmeißen, also wirklich die FDP aus dem Bundestag raus, braucht niemand mehr. Die AfD wird ja trotzdem mit 10, 11, 12% immer gewählt, auch wenn man aufruft, man soll taktisch wählen, beziehungsweise wird ja sowieso keiner machen, der die AfD wählt, der wählt nicht mehr CDU. Aber rein vom Gedankengefüge her, damit dieses linke Gesindel an Politikern endlich da verschwindet von der Regierungsbank, muss man der CDU auf die Regierungsbank helfen? Ja, Pest oder Cholera, da müssen wir uns diesmal entscheiden. Aber mit wem? Nicht mit den Grünen. Und das können wir nur verhindern, indem die CDU genug Stimmen hat. Denn mit den Blauen werden sie es nicht machen, mit den Gelben wird es nicht reichen. Und eine Neuauflage der Großen Koalition bitte nicht schon wieder. Und ja, CDU alleine regieren kann auch böse und hart werden, aber die CDU hat wenigstens Erfahrung im Regieren, auch wenn man da manchmal falsch regiert hat. Und ja, unter Frau Merkel ist vieles falsch gelaufen. Und ja, die CDU arbeitet das Stück für Stück auf. Sie hätten schon längst fertig sein müssen. Aber wenn man jetzt die Grenzen schließen will, um die Leute wieder zurückzuführen, dann kann man nur mal festhalten, der Migrationskurs von Angela Merkel ist vollständig über Bord geworfen worden. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, das Ganze steht und fällt natürlich auch mit dem Kandidaten. Ja, also einem Friedrich Merz traue ich zu, dass er auch Ryanair anruft und groß abschieben lässt. Einem Hendrik Wüst würde ich das nicht zutrauen. Und bei einem Söder wissen wir sowieso nicht, was wir bekommen, einfach eine Blackbox. Aber das ist jetzt keine Wahlempfehlung, das ist nur ein strategischer Hinweis. Denn wenn wir
so wählen, wie wir jetzt gewählt haben im Osten, haben wir dann das Problem, dass sie dann am Ende Jamaika machen, Kenia machen auf Bundesebene. Das ist alles völliger Wahnsinn. Und ob die CDU dann am Ende den großen Wurf macht, vermutlich nicht ganz, aber es würde uns befreien, es würde uns vor allem Last von den Schultern nehmen. Das nächste Problem ist, damit wählt man direkte Kriegsbeteiligung in der Ukraine. Ihr seht, das Problem, das hört gar nicht auf. Und jetzt stellt euch mal vor, die brechen jetzt noch eine Neuwahl vom Zaun. Dieses Jahr irgendwann, keine Ahnung, oder Januar. Was meint ihr, was dann los ist? Die Leute drehen ja dann sowieso alle im Kreis. Ich würde es mir wirklich wünschen, wenn es eine konservative Mehrheitsregierung gibt. Und wenn es Schwarz-Blau nicht geben kann, dann muss man sich was anderes überlegen. Andere Option wäre ja, es wird Schwarz-Blau inoffiziell gemacht auf Bundesebene und es treten dann einfach Mandatsträger über von der AfD in die CDU und die nehmen die auf, bis sie dann die absolute Mehrheit haben. Alles Wunschvorstellungen werden sie nicht machen. Es gibt auch noch viel zu viele Merkelianer in der CDU, aber schreibt mir doch mal eure Meinung unter dieses Video. Was habt ihr für ein Gedankengefüge, für eine Idee? Denn eine absolute Mehrheit für die AfD ist absolut unrealistisch bei der nächsten Bundestagswahl und auch wenn sie 25% kriegen, wird die CDU sich nicht bücken, um mit der AfD zu regieren. Das werden sie nicht machen, das würde Friedrich Merz nicht überleben, obwohl sie jetzt mal auf Landesebene anfangen müssten. Also, welches Szenario sollen wir stattdessen wählen? Ja, das ist immer das in meinem Kopf. Wenn die Stimmen bei der AfD wachsen, schrumpfen sie logischerweise am meisten bei der CDU. Das ist einfach so. Und wenn die AfD und die CDU zusammen 55% der Stimmen bekommen, wie jetzt im Osten, ja, okay, und dann haben wir den ganzen anderen Rest. Und wenn die CDU sich dann die Mehrheit nicht bei Blau nimmt, weil sie das nicht wollen, dann nehmen sie sie sich wieder bei der linken Seite. Und das ist das Problem. Die CDU würde dann alle wieder verraten, um ihre linke Politik zu machen. Das kann man der CDU nur nehmen, indem man sie stark macht. Ich habe gerade wahrscheinlich mir wieder hunderte Abonnenten von diesem Kanal vertrieben, aber das sind Gedanken. Ich habe überhaupt keine Wahlentscheidung getroffen und CDU wählen tut auch weh, also würde wehtun. Aber man muss am Ende die Gesamtumstände betrachten. Wenn ich mit dem, dass ich AfD wähle, dafür sorge, dass die CDU weiter nicht an die Macht kommt und weiter hinten nicht abschieben kann und es wieder hier links-rot-grüner... Nee, Leute, nee. Also wenn sich nächstes Jahr was ändern muss, dann muss man das vorher ganz klar strategisch sich überlegen, was könnte irgendwie Sinn machen. Und ja, wir müssen die Grünen bashen bis zum Ende, bis es der Letzte kapiert hat, dass die Grünen einfach nur Verräter sind, eine Kriegspartei sind, die mit Ökologie und Umweltschutz gar nichts zu tun haben wollen. Sie wollen dann lieber wieder Windräder in die Wälder stellen. Ist völliger Wahnsinn, wie ihr das kennt. Und es wird nicht mehr lange dauern. Dann wird es die nächste Klatsche geben. In Brandenburg schauen wir mal für wen, ob es die SPD halten kann mit Woidke oder eben nicht. Es ist dann so langsam die letzten Ministerpräsidenten der SPD. Wir haben noch Stefan Weil, wir haben noch Manuela Schwesig. Und dann ist schon ganz schön leer geworden um die Verräterpartei. Die Sozialdemokraten, die uns schon immer verraten haben, die Adolf Hitler nicht ausgewiesen haben und so weiter und so fort. Ich kann nur sagen, wenn du die Schnauze voll hast von diesem Wahnsinn, abonniere unbedingt meinen Zweitkanal Auswandern mit Kopf. Für arm oder reich, für jung oder alt, für jeden ist was dabei. Und ja, der Kanal steht erst noch am Anfang. Ansonsten suchst du die Bilder der syrischen Großhochzeit, wie sie mit Schaufeln und Schläuchen mit 60 Personen aufeinander eingeschlagen haben, dann schau unbedingt auf meinem Telegram-Kanal vorbei. Die Links dazu findest du alle unter diesem Video. Ansonsten sage ich ciao, bis bald.